Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge von Marvel's Avengers. Im letzten Part, ja, hier ist einiges abgegangen. Guckt euch einfach an, was passiert ist. Es war ein Mega-Spektakel auf unserem Helicarrier. Das Loch da, ja, was ist da passiert? Da ist Hulk durchgeflogen. Oder? Ja, ich glaube, Hulk ist da durchgeflogen. Wir müssen nicht nur die Avengers nochmal vereinen oder wieder noch einmal kurz neu vereinen, sondern wir sollen auch zu einem Satelliten, denn dort werden die Inhumans festgehalten. Das Ding ist, dass Thor und Black Widow und Co. jetzt hier ihre eigenen Wege gehen. Hier sind auch keine Shield-Leute mehr und wir nehmen das Ganze jetzt selbst in die Hand. Moment, ich dachte gerade, da oben ist eine Kiste, ist aber nicht. Bevor wir jedoch in die Mission starten, werden wir Iron Man erstmal die Ausrüstung verpassen. Ne, er hat schon seine Ausrüstung, ne? Iron Man hat überhaupt nichts. Ja, Black Widow, den Zeitpunkt haben wir ein bisschen verpasst. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die Mission. Ich habe diese Session auch gar nicht so viel Zeit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur eine Folge aufnehmen. Und deswegen starten wir jetzt auch rein, auch wenn Katerchen nervt und hier rumbrüllt. Er hat gerade gegessen. Dann macht er sich immer ein bisschen lautstark bemerkbar. Hier wollen wir hin, das ist die Avenger-Mission. Garantierte Belohnung, epische PIM-Technologie. Die wollen wir haben. Die nehmen wir gerne mit. So. Hey, bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner PIM-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig, da reinzukommen. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, Ned. Wir waren Idioten. Ich... Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Und haben keine Zeit. Hört sich so an, als würden wir zu viert die Mission starten. Das wäre ganz geil. Können wir unsere Helden aussuchen? Ja, tatsächlich. Dann würde ich tatsächlich gerne mit Black Widow spielen. Und, nee, ich will selber Black Widow spielen. Und wir nehmen natürlich, sobald sie geladen ist, es dauert einen kleinen Moment, dann nehmen wir natürlich alle mit. Ja, außer Hulk. Hulk können wir nicht mitnehmen. Wir müssen also doch, wir gehen tatsächlich nur zu dritt auf diese Mission. Warum? Hier steht's ja auch, drei Gefährten. Ist ein bisschen schade, ne? Aber dann können wir wenigstens die Ausrüstung anlegen, die wir für sie bekommen haben. Was machen wir? Sie ist natürlich eine Nahkämpferin, aber sie sollte Nah- und Fernkampf ganz gut haben. Und ihre Heldenfähigkeit sollte vielleicht auch nicht vernachlässigen. Sie sollte eigentlich so ein Allrounder sein. Da müssen wir auf alles irgendwie so ein bisschen achten. Wenn ich hier aber die Handschuhe sehe, muss ich sagen, die sind alle kacke, obwohl sie höher sind. Nur hier ist die Verteidigung ein bisschen besser, aber Nahkampf geht zu sehr runter. Nö, die Handschuhe sind alle doof. Das ist schade, aber das kommt alles weg. So, wie sieht's hier aus? Ja, Fernkampf, Nahkampf. Oh, ist schon beides wichtig bei ihr, ne? Wir schießen ja auch sehr viel mit ihr, das darf man nicht vergessen. Wenn da nicht irgendwas bei ist, was extrem gut eins verbessert, dann würde ich auch hier leider sagen, ist nichts Passendes dabei. Das ist ganz gut, aber dann geht der Fernkampf zu sehr runter. Nee, das ist nicht... Das ist nicht das, was ich möchte. Hier geht die Verteidigung natürlich gut hoch. Moment, die Einser, die kann erstmal weg. So, das ist alles gleich, bleibt weg. Das ist 11 und das ist 11. Dann nehmen wir das Grüne natürlich, weil das hat noch eine Fähigkeit. Und das ist zu schwach. So, zwischen den beiden wird's entschieden. 13% mehr Verteidigung und 11% mehr Nahkampfangriff. Das ist jetzt natürlich die Frage.
20,2% Chance, dass das Parieren von Angriffen einen Schadensbuff gewährt. Parierenfähigkeit erforderlich. Kann es sein, dass wir die gar nicht haben? Die Parierenfähigkeit? Könnte sein, ne? Das sind schwere Angriffe, das ist Fernkampf, das ist Verteidigen. Aber doch, sie hat eigentlich ihre Parierenfähigkeit. Das ist das Überrollen. Bewegungsfähigkeit. Verteidigungsfähigkeit. Doch, das ist die. Mit dem Seil. Das ist Ausweichen. Das ist das mit dem Seil. Drücke unmittelbar vor einem Treffer das Seil. Ja, ja, klar. Doch. Alles gut, wir haben die Fähigkeit. Dann können wir wieder Ausrüstung. Ja, ich weiß es nicht. Verteidigung ist halt auch super wichtig für sie. Ich werde erstmal in die Verteidigung investieren. Das kommt weg, aber die andere Rüstung behalten wir noch. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Das kann weg, das ist auch nicht gut genug. Das ebenfalls nicht. Und das auch nicht. Ich will meine Heldenfähigkeiten nicht so schwächen. Das war jetzt nicht besonders toll, oder? So, sie bekommt auch das Ding. Dann hat sie wenigstens ein bisschen mehr Kraft. Naja. Ich weiß ja nicht. Bin noch nicht so mega begeistert. Also ich hätte damit gerechnet, dass wir in der Mission ein bisschen mehr Ausrüstung kriegen, die wir brauchen sie können. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay. Es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut, ich mag es laut und direkt. Ja, Hulk auch. Ihr seid euch gar nicht so unähnlich. Aber jetzt sehen wir, dass wir alle vier dabei haben, ne? Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, Ned, dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Los geht's. Ja, da ist Hulk doch dabei. Wie viele super geheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste. Neben New York. So, hier gibt's natürlich... Oh, hier hinten. Oh, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt hier... hierher kommen. Nee, ne? Nee. Kommen wir gar nicht her. Na, müssen... Obwohl... Moment. Hier, das nehmen wir natürlich mit, aber... Da sind die Fragezeichen. Das heißt, wir müssten erst einmal hier durch. Und uns... Ja, mit denen anlegen. Oder kommen wir da hoch? Moment. Das müssen wir natürlich checken, aber ich glaube nicht, ne? Nee, das ist verschwendete Zeit. Bist du nervös mit Pims Partikel-Tech an deiner Rüstung? Hank ist klug, aber seine Pim-Partikel sind bestenfalls instabil. Wenn er es hinkriegt, dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh Mist, Ned. Schon wieder. Kanal wechseln. Schalten wir sie aus! Yeah! Das kommt davon, wenn man sich mit Black Widow anlegt. Oh, der ist schon down. Aber leider gilt das nicht für alle. Was für eine Verschwendung! Ja.
Oh, scheiße, ich habe aus Versehen meine Fähigkeit benutzt. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich blocken. Perfekt. Ich bin so stolz auf mich. Aber egal, wir gehen erstmal die Fragezeichen da holen. Der Ausrüstungsbunker in der Nähe steht uns offen, wenn wir seine Energieknoten abschalten. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Okay. Ah, die teleportieren sich, diese Schweinehunde. Okay, Hulk rastet aus. Oh, hier, okay, dann machen wir einfach den Takedown. Und hier machen wir direkt den nächsten Takedown. Super gut. Wenigstens haben sie es versucht. Cool, die hat den hier hingeholt. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe in Not und braucht ihre Hilfe. Licht aus! Und... Ah, scheiße. Takedown. Yes. Lädt uns auch auf jeden Fall immer wieder ein bisschen auf. Wow, der ist explodiert. Ah, das kann man auch zerschießen. Bei der Arbeit wird nicht geschlafen. Ja, Alter, ist es denn wahr? Okay, der hat uns zwar getroffen, aber halb so wild. Was für eine Verschwendung. Okay, da kommen noch welche. Naja. Okay, den haben wir auf Distanz gekillt. So, ups. Ne, komm einmal kurz hier rüber. Ist da noch einer? Ja, hier ist noch was. Ach, das sind diese scheiß Geschütze. Das wird lustig. So, die machen wir auch kurz mal kaputt. So, da hinten ist noch eins, oder? Nee, das ist down. So, okay, dann haben wir das erledigt. Und wenn wir gucken, haben wir da oben ist was und unten ist was. Okay. Wir kriegen Besuch. Was? Was heißt, wir kriegen Besuch? Wir kriegen doch gar keinen Besuch. Oh, kann das jemand öffnen? Ah, das kann eigentlich wieder nur Hulk, ne? Hier können wir nicht wechseln, ne? Wir können nicht einfach jetzt kurz Hulk übernehmen. Das ist maximal beschissen, weil Hulk das nicht öffnet. Wow. Oh, dankeschön, dankeschön. Achtung! Na, ich weiß nicht, ey. Das ist auch ein bisschen dumm. Ich bin weg.
Moment. Ist es offen oder was? Eigentlich ja nicht. Warum kommen die denn jetzt alle? Das wird lustig. Ja, die ist hier drin, aber wir kommen nicht an die... Oh, Moment, warte mal. Ah, shit. Ich dachte, vielleicht kommen wir irgendwie durch die Decke da rein, aber nee, leider... Leider nicht. Naja. Oh, warum kommen die denn immer? Okay, der da noch. Um Gottes Willen. So, jetzt sind die down, aber ich habe hier was Schönes gesehen. Ja, doof, dass wir mit ihr jetzt zum Beispiel nicht an diese Kiste kommen und dementsprechend auch keine Ausrüstung für sie in so einer Mission holen können. Das ist, da muss was passieren. Da muss auf jeden Fall was passieren, das muss behoben werden. Es muss einfach möglich sein. Lokales Sicherheitssystem soeben deaktiviert. Es muss einfach möglich sein, dass du hier reinkommst. Weil wir können hier gegenhauen, wie wir wollen. Ja, wir können hier... Wir können einfach nichts machen. Das muss Hulk machen. Das kann auch, das kann auch Miss Marvel machen. Das würde auch funktionieren. Das heißt, wir können hier rein. Wir können uns dann natürlich hier diese Sachen mitnehmen. Und hier die Inhuman befreien. Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. Hä? Die braucht doch jetzt keine Hilfe mehr, oder? Nee, die ist weg. Aber die obere Tür geht nicht auf. Wir können machen, was wir wollen. Hulk macht sie einfach nicht auf. Ne? Das Ding können wir mitnehmen. Das heißt, ja, so ein bisschen Ausrüstung können wir schon holen. Aber diese Scheißtür... Nee, das finde ich kacke. Das finde ich kacke, das darf nicht sein. Das darf heutzutage nicht mehr sein in so einem Spiel. Jo, alles klar. Warum werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Und... Keine Ahnung. So, weg mit dem. Takedown und tschüss. Okay. Moment, können wir da nicht irgendwie hoch? Ach, come on. Geht doch. Nichtsdestotrotz wollen wir ja eigentlich hier entlang. Wir wollen ja die Mission weiterspielen. Sie sind erledigt.
Okay, das war ziemlich easy, den auszuschalten. Ich kann euch auch alle auf einmal bekämpfen. Da ist die Hyperschaltkreisstation. Sie wird von einem Kraftfeld geschützt. Zerstört seine Energiequelle, dann hacke ich ihr System und rufe einen Zug. Verstanden. Ausgangssperre! Ja, müssen wir ein bisschen hier... Oh, das haben wir jetzt kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht. Da stand auch irgendwas mit Halten. Moment. Hier sind doch gar keine Gegner mehr. Doch, da hinten. Ja, easy. Das wird lustig. Okay, da hinten. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf der Karte auch nichts anderes mehr. Schalten wir sie aus! Ich sehe keine mehr! Naja, hier sind halt Geschütze. Und ich will ungerne von diesen Dingern in den Rücken geschossen kriegen. Deswegen schalten wir die erstmal aus. Ansonsten... Ja, komm schon. Oh Mist, das ist nicht gut. Das klingt aber gar nicht gut. Ich habe hier heftige Firewalls. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Hol uns nur den Zug. Ja, es ist auch gut hier. Oh, Moment. Takedown time. Ah, nein, schade. Egal, wir haben den trotzdem platt gemacht. Zielerfassung? Wer ist denn noch hier? Der hier. So, war's das? Das war's. Alle schlagen auf sie ein, das ist wunderbar. Wow, aber... Ey, jetzt nicht wieder alle anfangen, auf mich loszugehen. Erledigt. Ich strahle vor Stolz. Okay, weg mit dir. Das war auch knapp. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Was willst du? Hör doch mal auf mich einzuprügeln, Junge. Oh, es geht mir nicht gut. Tony ist am Boden. Ja, dann holt ihn wieder hoch. Er ist doch schon wieder auf den Beinen. Er ist doch schon wieder auf den Beinen. Die haben ihren Job auch hier ganz gut gemacht. Oha, jetzt haben auch aber alle auf ihn eingeprügelt. Das kriegen wir schon hin. Tschu-tschu! Alles einsteigen! Echt jetzt, Tony? Wirklich, Tony? Das war ziemlich cringe. Aber gut. So, hier habe ich einen schönen Überblick. Da oben liegt Zeug drauf. Da gibt es noch was Lilanes. Und irgendwo hat er mir gesagt,
ist eine Kiste. Ne? Eine Kiste mit Zeug, hat der gute Jarvis gesagt. Aber wo soll die sein? Da vorne. Tatsächlich 200 Meter weg. Nee, das ist doch das, wo wir hergekommen sind. Das kann nicht das sein, was er gemeint hat, oder? Das kann nicht sein. Unmöglich. Das Ding nehmen wir noch mit. Wie gesagt, Ausrüstung für Black Widow, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber da oben? Ach so, deswegen stehen die Container da. Es wäre auch eine Überlegung wert. Da oben ist auch was. Moment, wir gehen erstmal da hoch. Hier ist die Kiste, sehr schön. Sogar zwei Kisten. Holy shit, zwei Kisten übersehen, das ist gar nicht gut. Na, wenigstens kriegen wir ein paar Kisten, wenn wir schon die eine da nicht bekommen können. So, Moment, wo mussten wir jetzt hin? Das Ding zeigt uns ja den Weg, die Treppen hoch. Ah, hier einfach. Ah ja, gut, scheiß drauf. Egal, was die da machen, wir gehen jetzt. Sicherheitsfreigabe akzeptiert, Dr. Belova. Wir sind alleine. Belova. Eins meiner alten Aliase. Und da sind sie alle. Verdammt, AIM am Ameisenhügel gesichtet. Wir brauchen dringend die Partikelprobe. Wir sind vielleicht zu spät, Hank. Noch nicht. Wir sind gleich da. Holen wir uns, weshalb wir hier sind. Holen wir uns diese Scheißprobe für Ant-Man. Bevor er auffliegt. So, ja, wirklich jetzt oder noch fahren wir? Okay. Verdammter Mist, die AIM-Bienen waren aber fleißig. Ich empfange eine PIM-Partikelsignatur tiefer in der Basis. Aktualisiere ihr HUD. Darum liebe ich dich, Jarvis. Oh, ihr Jungs seid... Oh, scheiße, kein Takedown. Das war aber... Uff, das war aber sehr knapp zum, bis zum Takedown. Ich habe seine Systeme verfolgt. Ich erhalte Alarmmeldung aus der Umgebung des Ameisenhügels. Ihr müsst diese Partikelprobe rasch finden und sofort zurückkehren. Selbst wenn wir sie finden, schaffen wir es vielleicht nicht rechtzeitig zurück. Durchhalten, ich weiß, wie ich euch zurückhole. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja, ja, die ist unten, glaube ich. Was schießt da schon wieder? Die hat halt einen geilen Kampfstil. Das gefällt mir echt gut. Wow, Moment, Moment. Okay, die schießen halt ihre Strahlen von allen Seiten, ne? Das ist echt nicht cool. Und down. Hier irgendwo muss eine Kiste sein. Hier ist sie. Nimm die mal direkt mit. Super, super. Wo läuft der denn hin? Erledigt. Schalten wir sie aus. So, da unten. Nee, es sind diese Scheißdinger. Kacke, ich wollte nicht darunter.
Oha, ist hier was? Ne. Schön wär's. Okay, das war auch knapp. Eieiei, ey, hier sind aber auch... Ach du Scheiße. Ich brauche Energie. Ja, Hulkbuster, dann mach auch was, Alter. Sehr schön, ein Dicker ist schon mal weg. Ich mache das aus der Entfernung. Oder machen wir... Moment. So. Au, boah, was? Okay, das ist aufgegangen. Hat er das eingeschlagen? Aus Versehen vielleicht? Wer weiß. Die sind schon wieder irgendwo am Kloppen. So. Oh, oh, au, scheiße, das... Das Geschütz habe ich nicht gesehen. Da geht's weiter. Hier ist noch ein Geschütz. Wow, okay, das war auch knapp. Moment, wir gehen mal kurz hier rüber. Oh, hör doch mal auf, rumzunerven. Alter, was stimmt denn mit denen nicht? Okay, die befreien wir hier. Ja, ja, ich bin noch dabei. Immer langsam. Gern geschehen. Ich frage mich nur, wo die alle immer herkommen, ne? Zeit für einen Kampf. Hier sind auf jeden Fall zwei Stück herumgerannt. Keine Ahnung, wo die jetzt sind, aber sie waren hier. Hier ist nix. Kann ja halt sein, dass hier irgendwo noch Sachen sind. Okay, ich schicke Theo, einen meiner Agents, zu eurer Position. Er teleportiert euch und die Partikelprobe zurück zum Ameisenhügel. Kacke. Teleportation?
Wow, das wird interessant. Bitte beeilt euch. Ihr müsst zurück sein, bevor sie uns erreichen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Okay. Ey, wo sind eigentlich meine Kollegen? Alles klar. Alles klar. Wo sind meine scheiß Kollegen? Ich habe keine Ahnung, wo Iron Man und der Rest der Bande ist. Die sind hier. Die sind einfach hier. Die sind hier. Dumm wie sie sind. Dumm wie scheiße. Laufen sie hier rum. Dumm wie scheiße. Ich muss alles alleine machen. So, Hulk, beweg deinen Arsch hier hin. Hulk, Iron Man. So, jetzt kämpfen die erst. Das muss man sich mal überlegen. Ja, ich weiß es. Puh, den haben wir aber auch im letzten Moment erwischt. Wer ist das, der hier diese Rauchbomben schießt? Ah ja, sehr gut. Oh Gott, hier kommen noch mehr. Was soll das da heißen? Integrität? Mach die Äuglein zu! Die sind erledigt. So, der ist weg. Ich wette, das wird morgen wehtun. Okay, okay, okay. Hier ist noch irgendwo einer. Ja, okay. Will nicht so, wie ich will. Dann halt so. Jetzt ist Schluss. Das wird lustig. So. Dann wollen wir mal. 39%. Dauert ganz schön lange. Und jetzt? Wir haben das Partikeldock. Hank? Verdammt, Pim, wo ist dein Kontakt? Er müsste dort sein. Ja, hier ist er. Schnell! Wo ist das Pim-Partikel? Hier. Bring uns zum Ameisenhügel. Sie brauchen unsere Hilfe. Ihr werdet an der Front gebraucht. Festhalten. Es könnte Turbulenzen geben. Alles klar. Wow, wir sind direkt hier. Ach, danke.
Ich bringe das Partikel zu Dr. Pym. Was ist das hier? Hey, Resistance-Mann, informier uns bitte. Das ist ein Unterschlupf beim Ameisenhügel. Sicher scheint er nicht zu sein. Nicht wirklich, hä? Avengers, haut ab da und verschafft uns etwas Zeit. Was ist denn los, verdammt? Beschäftigt ihn einfach, ich komme, sobald ich kann. Ihn? Das klingt bedrohlich. Okay, die Avengers sind hier. Ziehen wir es durch. Eieiei, hier ist mir wieder viel zu viel los. Ich hab gar keine Übersicht. Muss ein bisschen hier aus dem... So, keiner schießt schneller als ich. Gegner neutralisiert. Echt? Cool. Okay, das war Hulk. Ja, du schreibst gerade deine eigene Fanfiction mit deinen Taten, nicht mit dem Stift. So, gibt's hier noch irgendwas nebenbei? Nicht direkt, ne? Das heißt... Verdammt, das ist nicht gut. Ames Maschine wird in wenigen Minuten durch sein. Dann schalten wir sie aus. Oh wow, das Ding ist riesig. Und Alter, das wackelt. Ich muss gleich kotzen, so wackelt das. Also ich meine das ernst. Mir wird kotzübel, wenn das Bild so wackelt. Zielen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Hä, was hat... Wie kann uns irgendwas getroffen haben? Da drauf zielen. Auf die Lüftung? Hat der Lüftung gesagt? Hulk, du dumme Sau. Stehst daneben. Ist das dein Scheiß ernst, dass du da so dumm rumstehst? Ja, ja. Okay, da hat irgendjemand schon mal draufgehauen. Da hauen sie drauf, hä? Vorsicht, er bäumt sich auf. Eieiei. Greifen Sie sein Auge an. Sein Auge. Also mitten in die Fresse hier. Hä, wie hat er das jetzt gemacht? Oh Gott, das ist einfach nur so ekelhaft in die Länge gezogen. Das ist einfach Game Design technisch super scheiße. Was ist das hier? Ich laufe die ganze Zeit dumm im Kreis, hüpf wie ein scheiß Hase durch die Gegend, nur um dann ein paar Schüsschen abzufeuern auf so einen Tank, der unglaublich lange braucht, bis er kaputt geht. Oh boy. Ja, Auge anvisieren. Visier ich an. Ich wollte mich eigentlich nicht unsichtbar machen. Ja, und jetzt greife auch nur ich an, ne? Mal wieder. Zum Glück hat's gereicht, ey. Wenigstens ist das Ende von ihm sehr befriedigend gewesen.
Aber trotzdem, der Kampf ging mindestens 10 Minuten zu lange. Sir, ich orte eine enorme Teleportsignatur. Ach du Scheiße. Verdammt. Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort! Das glaube ich nicht. Hank, einsatzbereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich. Ja. Unglaublich. Es hat geklappt. Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Es ist wirklich niedlich. Wie ein Spielzeug. Aber meine Fresse, der Kampf hat sich gezogen. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten PIM-Partikel zur Chimera transportieren. Danke, Doc. Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Okay, wir gucken uns jetzt direkt die Ausrüstung an, die wir bekommen haben. Oh, guck mal hier. In 12 Stunden läuft der Käse ab. Besiege Gegner an ihren Schwachpunkten mit Fernkampfangriffen. Ja, müssen wir noch einmal machen und das haben wir auch schon geschafft. Besiege Gegner, während Schattenschleicher aktiv ist. Und hier noch die wöchentlichen Missionen, um die kümmere ich mich jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt um die Ausrüstung. Die ist nochmal ganz wichtig, vielleicht haben wir hier ein bisschen... Hier, das ist doch gut. Die 14 ist auf jeden Fall gut. Das ist nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Wir nehmen... Ah, hier ist Fernkampf natürlich stark. Aber ey, 14 bringt uns komplett nach vorne. Solche Dinger brauche ich. Alles andere kommt erstmal weg. So, das sieht sehr gut aus. Das nicht so gut. Aber, ah, obwohl Fernkampf bisschen runter, dafür Verteidigung deutlich höher. Aber auch hier geht alles hoch. Und hier der Nahkampf. Oh, shit. Da geht der Nahkampf ja richtig gut nach oben mit 17. Hier geht aber alles nach oben. Wir entscheiden uns für alles. Wir entscheiden uns für alles. Wie viel Ausrüstung ich schon kaputt gemacht habe, ne? Das geht auch auf keine Kuhhaut. Oh, hier. 21 beim Nahkampf. Bisschen mehr Fernkampf, bisschen mehr Heldenfähigkeit. Dafür 5% weniger Verteidigung. Ich glaube, das nehme ich in Kauf. Das ist sehr stark in unserem Nahkampf. Das, was wir brauchen. Und Gürtel haben wir auch ein paar. Heldenfähigkeit geht da hoch. Da geht der Fernkampf hoch. Nö, komm, dann nehmen wir den, der unsere Heldenfähigkeiten aufwertet. Ist auch nicht zu unterschätzen bei Black Widow. Nahkampf und Helden... Ja, alles... Die hat eigentlich... Alle Werte von ihr sind wichtig. Das ist das Problem. Ich würde sagen, wir setzen das noch fort. Mal gucken, wo wir landen. Okay. Was passiert? Starten wir direkt in die nächste Mission, oder was? Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, wir starten nicht in eine Mission, sondern sind gleich wieder im Helicarrier oder so. Weil eigentlich wäre jetzt Schluss. Eigentlich wäre jetzt Schluss. Wir sind ganz gut dabei. Wir müssten ungefähr oder ziemlich genau bei einer Stunde sein. So wie es geplant war. Aber komm, wenn da jetzt noch irgendwas, in irgendeine Zwischensequenz oder so kommt, gucken wir uns die noch an. Hier sind die Partikel von Dr. Pym. Viel Glück, Iron Man. Danke. Ich werde es brauchen. Dass sich die Lippen nicht bewegen, macht mich übrigens immer noch wahnsinnig. Was genau ist dieses Starboosting? Komm ins Tech-Labor, Kleine, und sieh's dir selber an. Okay, komm, wir reden mit unserem Kollegen noch. Du hast eine echt heftige Mission vor dir, Tony. Für eine Panikattacke währenddessen reicht mein Mut. Aber es ist bestimmt alles perfekt eingestellt.
Bestimmt? Sorry, das kam falsch rüber. Ich wollte sagen, dass alles klappen wird. Danke für die Sorge, Ned. Mhm. Du wirst doch nichts Unüberlegtes tun, oder? Natürlich nicht. Der Plan ist gut. Alle Vorkehrungen wurden, vorgekehrt. Aber wir wissen immer noch nicht, was in dem Labor ist. Es könnte eine Falle sein. Du könntest... sterben. Naja, wir müssen beweisen, dass AIM Böses vorhat. Das könnte unsere einzige Chance sein. Ich weiß, du bist Iron Man, aber... ich wünschte, ich könnte helfen. Warum können wir denn so oft mit denen labern? Du hast mehr getan, als wir verdient haben, Kamala. Es ist höchste Zeit, dass ich nachziehe. Okay, dann erzähl mir davon, wenn du wieder da bist. Ich bring die Geschichten, du das Knabberzeug. Ich fass es nicht, dass wir das machen. Danke übrigens für die Prüfung der Pläne. Ja, gern geschehen. Will ja nicht, dass du in Rauch aufgehst. Falls doch, mach ich's außer Sicht und ohne Funkverbindung. Pass auf dich auf, Tony. Okay, jetzt haben wir noch mit denen geredet. Bei Iron Man dürfte ja keine große Dings sein. Genau, da haben wir keine große Ausrüstung. Dann würde ich sagen, passt das doch super gut von der Zeit her, dass wir an dieser Stelle aufhören und uns im nächsten Part wiedersehen. Ein großes Experiment von Iron Man steht an. Dafür haben wir ja diese Pym-Partikel geholt. Pym-Partikel. Pym-Partikel. Wenn man das schnell hintereinander sagt, Pym-Partikel, hört sich das irgendwie geil an. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dieser Folge, von euch. Ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Auch wenn ich ab und zu mecker, ich mecker aber zu Recht. Es ist ja wohl, also der Bosskampf gerade war ja wirklich deutlich zu lang. Und es gibt halt noch viele Macken. Es gibt noch viele Macken, aber Stand der Aufnahme ist auch immer noch kein Patch oder so erschienen, sondern nur der Day-One-Patch, den jeder bekommen hat, ganz am Anfang, bevor man das Spiel startet. Ansonsten ist noch nichts erschienen, deswegen ich hoffe, dass zum Beispiel das mit den Lippen, dass sich die Lippen manchmal nicht bewegen, dass solche Kleinigkeiten einfach noch gefixt werden. Auch wenn mir das jetzt nicht mehr hilft, natürlich, weil ich habe ja die Kampagne bis hierhin schon gespielt. Aber trotzdem, das wäre schon ganz gut, wenn das gefixt wird. Wenn da noch ein bisschen am Balancing geschraubt wird, dann bin ich rundum glücklich, denn das Spiel macht einfach Spaß. Das ist das Wichtigste, auch wenn es seine Macken hat. Es gibt auch andere Spiele, die ihre Macken haben und trotzdem Spaß machen. Ich habe ja schon mal gesagt, es muss nicht immer der Blockbuster 90er-Titel sein. Es sind auch mittlere 70er-Titel auf jeden Fall wert zu spielen. Und ich glaube, das wird so... Ich habe noch keine Tests gesehen, das ist das Problem. Ich habe noch keine Tests gesehen, aber ich schätze mal, dass das Spiel so im unteren bis mittleren 80er-Bereich bewertet werden kann. Ja, kommt drauf an, wie die ganzen Fachmagazine das mit dem Bezahlsystem sehen. Ich sehe das ja wirklich durchweg positiv. Andere sehen das vielleicht nicht so. Aber egal, ich will nicht zu lange fachsimpeln oder irgendwie abschweifen. Das soll's gewesen sein. Habt einen schönen Tag. Genießt weiter das Let's Play oder die anderen Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rin gehauen. Bis zum nächsten Mal.